Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News vom 11.05.18. Ich habe mich jetzt entschieden, was ich bei Champions of Regnum spielen werde, also welches Reich. Es war zur Auswahl die drei Reiche. Einer hat für Ignis entschieden und einer hat für Alsius entschieden. Und weil ich in Alsius einfach mehr Leute, deutsche Leute habe und früher schon in Alsius war, denke ich, oh, da hat jemand gebaut, cool. Denke ich, ich werde Alsius nehmen, weil sonst muss ich noch warten auf einen anderen Spieler. Oh, da spielen die zwei. Okay, interessant. Eine große Burg im Roten Reich. Ja, und hier habe ich natürlich die Mauer gemacht. Ja, dann bauen die an der Mauer entlang, also an der Grenze entlang, die Mauer meine ich. Ja, und die anderen haben hier dann noch die Wolle, genau, also nein, die Beton, genau, ja, es ist Beton. Genau, das werden wir morgen auch noch machen, also ich werde mit Regnum ungefähr am Nachmittag, ja, sagen wir 15 Uhr beginnen. Und werde bis ungefähr um 18 Uhr spielen. Dann werde ich Fußball spielen mit Kollegen wieder. Und nach dem Fußball spielen werde ich dann einfach noch ein bisschen Minecraft bringen. Heute bin ich einfach ein bisschen zu müde. Tut mir leid fürs Livestreamen. Und mir geht es halt nicht so gut. Ich habe einen Zeckenstich. Mein Vater hat ihn rausgerissen und dann ist der Kopf noch drin. Und der hat sich jetzt entzündet. Deshalb geht es jetzt momentan leider nicht. Ich hoffe, dass es morgen dann wieder weitergeht, auch mit Minecraft. Und jo. Ja, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Hier ist nämlich auch die Grenze schon weit. Hier ist sie einfach über den Berg. Ein bisschen um den Berg, also ein bisschen weiter rechts, weil der Berg halt einfach ein bisschen weiter nach links geht. Und hier geht es einfach geradeaus. Da dürft ihr auch mal sagen, dass zum Beispiel das blaue Reich hier den ganzen Berg will, dass jetzt die Grenze hier entlang geht zum Beispiel und hier wieder zusammenkommt und so weiter. Also dass die Grenze nicht immer gerade ist, aber in den meisten Fällen schon gerade ist. Aber dass ihr einfach immer, also wenn jetzt hier das blaue Reich ein bisschen weiter will, dann dürfte hier zum Beispiel das rote Reich zum Beispiel den See hier nehmen oder so. Oder hier vorne den Berg auf das Rote Reich nehmen. Also jetzt halt wieder ein bisschen nach rechts. Aber dass das so ein bisschen, ja, zusammen ist. Hä? Dass wir alle ungefähr gleich viel Land bekommen. So, hier hat ja der Ice Tube, glaube ich, gemacht. Muss jetzt kurz schauen, wie er heißt. Hat sich irgendwo ein Schild. Ice Cube 08 oder Ice Cube 08, eins von beiden. Ja, steht leider nicht. Okay. Gebaut. Und hier drüben hat noch der Leo Germany LP gebaut. Ein bisschen weiter. Hier ist auch die Grenze fertig. Die Grenze ist auch dort zu sehen. So, und hier ist genau wieder die Stelle wie beim Spawn. Ja. Und hier hat der Leo Gemini LP gebaut. Jo, und weiteres bitte sagen, damit ich es auch vorstellen kann. Hier haben wir zum Beispiel einen Ahornwald. Und ja, sonst unseren Berg im Livestream. Ist leider dieses Windgeräusch von einem Mod. Ich weiß jetzt nicht welchen Mod. Ich hau ihn dann noch raus, wenn ich weiß. Hier hat die Grenze überhaupt auch einen ganz interessanten Weg gemacht. Jo. Ja. Und hier oben geht's runter. Das haben wir auch schon gebaut im Livestream. Wunderbar. Jo, Grimdown kommt leider jetzt gerade nicht so viel gut an. Also der erste Teil schon, aber der zweite. Schaut bitte noch. Und war nämlich sehr interessant. Und, oh, hier sieht man die Mauer gut. Cool.
Snapshot von Minecraft geht auch weiter. Danach einfach ein Neubeginn in der Vollversion 1.13 und sonst eben dieses Modpack. Genau. Also ich wünsche euch allen viel Spaß beim Livestream schauen oder hier auf dem Server sein oder beim Regnum spielen. Ich werde eben morgen 15 Uhr beginnen mit Regnum. Alsius in der Ra-Liga, also Ra-Server. Und jo. Ich glaube, der macht Leo, der Berg, der gehört dann Leo. Auch der Berg ist eigentlich wunderbar. Das ist ein Riesengebirge, das sind Alpen, glaube ich. Crack. Okay, das Biom ist Crack, aber das Biom ist Alpen. Ja, Alps Foothills. Cool. Gut, also, danke sehr fürs Schauen. Mehr gibt es jetzt nicht zu sagen, einfach, dass ich jetzt mehr Fußball spielen will, damit ich auch ein bisschen Geld verdienen kann bald. Mir geht es eigentlich sehr gut. Und ich spiele ein bisschen Dynasty Wars heute Abend. Dynasty Wars 9. Hat ein paar gute Patches bekommen. Leider läuft es immer noch nicht im Stream. Eventuell werde ich mal ein Video machen, wenn es Interesse hat. Also wenn Leute sagen, ja, ich will ein bisschen Dynasty Wars 9 sehen, gerne, sagt es mir, dann mache ich mal, probiere ich mal ein Video zu machen. Also, tschüss, schönen Tag und auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss.